Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in Alpha 7.3. Schön, beim Einloggen springt er doch immer hoch. Jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch gemacht. Da hinten sehe ich was leuchten. Jawi! Wieso habe ich hier eigentlich aufgemacht? Wir können doch genauso gut auch. Klunk. Nee, Moment. Da muss ich ja wieder aufpassen. Du sollst ja zerlegen, du sollst ja nicht abbauen. Bein, 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 bein. Siehst du mal. Hier scheint noch mehr von denen zu sein. Eigentlich haben wir ja alles raus. Map, leck. Es laggt immer noch. Jetzt. Da. Guckt doch einer um die Ecke, oder? Lucky, lucky. Nö. Ja, so kriege ich ihn nicht. Davor gehe ich aber auch nicht. Das könntest du mal kündigen. Da gehe ich doch lieber hier rum und gucke von hier rein. Was laggt denn hier so? GPU, ja, volle Auslastung. Was machst denn du? Ist doch um 11. Sieht auch recht komisch aus hier, oder? Was? Seltsame Musik oder nicht Musik? Drone und Bass. Voilà. Ja. Ah, hier war ja noch ein Spawner. Den hat man nicht gesehen. Der Crawler hängt da fest. Ja, da bin ich schon. Kann ich mitspringen? Kann ich auch. Okay. Jetzt kann ich mir das Springen auch sparen, oder? Weil die sehen immer noch nicht so lecker aus. Gleich 13 Stück davon. Was ist denn hier mit der Musik heute nicht in Ordnung? Was ist das da hinten? Ne, das sah jetzt so komisch aus. Ich bin ja noch völlig durch. Aber ich bin wahrscheinlich mal draußen mal drin, ne? Ja, ja. Ich merke das schon. Das ist das, was wir von oben gesehen haben, allgemein. So, das sind nur ganz normale Stempel. Das sind ganz normale Stempel. Wie sieht denn das eigentlich hier aus mit Debug und... strukturelle Integrität, ja, gibt's hier auch. Nicht, dass es zusammenfällt, weißt du? Und dann, ne, und, ja, lass mal Masse zusammen. Komm, lass mal. Building, das ist mir da alles ein bisschen viel, was wir da jetzt alles sehen. So, das sind doch normale Steine, Metall. Gesteinsmehl, jawohl. Die Basis soll so aussehen, aha. Krass. Aber schon fett gemacht. Und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen kompliziert mit Looten, weil ich ja erstmal nichts mitgenommen habe. Den kriegen wir natürlich jetzt hier alles raus. Hier wir mal her und das. Und hier wir mal das da her und das. Ich kann auch... was bis... ach so. Das ist das, was die Drohnen darstellen soll, sozusagen. Drohnenfabrik. Jo, aber wir können doch... nee, nicht F3. Warte mal, davon abgesehen... nö, haben wir noch nicht. Wie sieht's denn aus mit dem Level überhaupt? 23. Jawohl, F2 wollte ich doch haben. Und zwar hier oben Fabrik. Genau, Fabrik mit Quiek. 160. Rack, 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 rack. Rack sollte man mittlerweile auch aufheben, ne? Eisenbahn können wir mal da reinschmeißen. Ja, was schmeißt man überhaupt noch weg? Gar nichts mehr. Na, ja, Raketen sind ja schweineteuer, wenn du die später wieder bauen musst. Jetzt kriegt man ja auch nicht mehr alles raus, ne? Ja, 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 da war was. So, bäh. Hier oben. Wo stehe ich denn? Oh, ich war komplett wieder festgehangen. Ich dachte erst leck.
Leck mich doch sonst wo, Alter. Sieht geil aus. Wie haben die das... mit Kleine. Dort haben die das gemacht. Und wieso kann das schweben? Was drücke F, um Scanner 1 zu verwenden? Gebrochenes Bein, offene Wunde. Aha. So, was gibt es mittlerweile auch? Ach so, das war eine Drohne, die ich hier auseinandergenommen habe. So. Das sind die einzelnen Konstruktionsabteilungen. Fein. Ja, na klar, ne? Ist schön nachgestellt und da oben geht's dann raus. Huch, die spawnen natürlich da oben. Dann mal schön gleich drauf gedrückt. Ach, das sind dann sozusagen die Kästen, die Montagekästen. Jo, die gibst du mal schön her hier. Sieht nice aus. Schöne Glühlampen. Das könntest du mir auch mal hergeben. Habt ihr hier irgendwas flimmern gesehen? Und so ist hier Stäublätter, Glasfaser, Lichter. Ja, ist wie zu Weihnachten, die Lichterkette. Nein, den da, genau. Ist denn hier oben noch dran? Will ich erst gar nicht wissen. Das kann da bleiben, das wohnt da, das darf da. So, na komm, gib mal her, jawohl. Ah, wieder. Jetpack! Weil das will ich auch. Genau, das will ich. Das. Guck mal gleich nach ganz oben. Bis jetzt müsste. Jawohl, Jetpack wieder da sein, dann kriege ich das auch. Umso weniger Silizium müssen wir uns organisieren. Da möchte ich nicht runterfallen. Ach so, und überhaupt habe ich ja noch gar nicht unseren eigenen Kern aufgestellt, ne? Ja, wir sind ja noch voll randvoll. Man könnte ja jetzt hier so, und dann könnte man über... Nehmen wir wieder weg hier. P gucken, ob es irgendwelche geheimen Sachen gibt. Geräte, Automatiktür, Entity Spawner. Da haben wir nämlich noch irgendwo einen stehen lassen. Auf HUD anzeigen. Wo ist er? Entity Spawner, da oben. Ach, das war der letzte. Jawohl. Ja, yeah. Ich bin schon mit Spritikowski unterwegs. Dann kannst du wieder auf die 6 wechseln. Jupp, das war der hier oben drauf. Was? Inventar voll und dann bleibt's weg. Ach, hier liegt's. Wieso? Was war's denn? Holzlatten. Naja, dann haben wir hier irgendwas, was wir wirklich wegschmeißen können. Gesteinsmäh. Ja, sowas kriege ich überhaupt nicht dort oben rein. Aber könnte man das nicht einfach wegschmeißen? Gesteinsmäh oder Kunststoff? Das ging doch mal. Vernichten. Jawohl, da. Und dann nehmen wir das mit. Und sagen jetzt auf P. P. Irgendwie kannst du dann hier sagen, löschen. Jawohl, das war ein bisschen abbrechen, umständlich. Wenn du den nicht vorher über das P löscht, dann bleibt er stehen. Ja. Ich dachte eigentlich, das haben sie auch wieder geregelt. Jetzt brauchen wir das zu essen. Verfallszeit 10. Das ist natürlich jetzt... muss ich draußen die Kiste einlassen? Habe ich aber auch nicht. Das ist schade. Wir müssen jetzt sowieso erstmal alles rausbringen. Dann ziehen wir auch den anderen Anzug ein. Damit können wir wenigstens wesentlich länger sprinten. Und können dementsprechend auch länger jumpen. Und dann ziehen wir hier alles raus, was geht. Ja, was heißt alles, aber schon einiges. Schon einiges. Es sind gratis Ressourcen, das müssen wir nutzen, auch wenn es mal ein paar Folgen dauert. Das ist mal 1, 2, höchstens wird es dauern. Also ich werde nicht die ganze Basis auseinandernehmen.
Der ist schon gar nicht mehr da, richtig. Aha, Drohnenbasis wird jetzt insgesamt als meins angezeigt, weil ich den Kern da drin habe. Mhm. Den lasse ich auch erstmal. Jetzt habe ich mich erschrocken von meiner eigenen Basis. Mann! Den lasse ich auch erstmal so da drin, dass ich sehe, wenn irgendwas ist. So, hier können wir mal kurz einschalten. Und ja, hätten wir einen Kühlschrank, könnten wir einen bauen. Das Zeugs wohl in Sicherheit bringen. Ach, können wir doch auch bei uns wieder ernten, ne? Komm, packen wir alles weg hier. Ja, das Blöde sind natürlich die Lootkisten. Weil den Kladderadatsch hier, den kriegst du ja immer wieder. Das macht dir immer wieder die Taschen voll. Die Kerne will ich auf jeden Fall. Da packen wir... Warte mal. Pack das mal da rein. Da können wir uns ja mal eine hintere Kiste nehmen. Ja, haben wir schon, siehste. Da können wir das hier rauspacken. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir auch nicht. Das nicht. Rutsch mal zusammen, genau. So. Bam. Oh. Was für ein Licht. Halt! Mann! Zum Glück habe ich es gemerkt, wie langsam ich laufe. Da war doch noch was. Ups. Da musst du drauf hupsen. Genau, da drauf. Das da rein, das da ein. U drücken, jawohl. Tab. Ist nicht wahr, jetzt ist mir kalt. Habe ich keinen Eva-Boost drin. Minus 12 ist mir zu kalt. Raketen-Booster raus. Eva-Booster raus. Die Rüstung dahin, die Rüstung dahin. Helm ab. Eva-Booster da rein. Dann sind wir bei Komforttemperaturbereich minus 200 bis 30 Grad Celsius. Jawohl, passt. Boah, ist schon was ganz anderes. Jetzt sprint Diekowski. Sprint. Da brauchst du keine Angst haben. Und kannst auch mal hier nicht drüber springen. Bah, Vorzeigeeffekt. Hier drauf. Ja, man könnte da auch an der Seite bestimmt reingehen, oder? Bah, oder auch daneben springen. Mensch. Hier an der Seite? Nö, hier zwischen geht's sogar nicht durch. Ach ja, das kann man ja alles. Alles noch abbauen. Nee, wir fangen von da unten an. Sonst komme ich so schnell hier oben gar nicht an. Hier sind alles gute Ressourcen. Beim Abbauen kriegst du jetzt mittlerweile sowieso nur noch die Hälfte raus wie früher. Weißt du ja bestimmt. Hier ging es doch auch noch lang. Nein, wir machen erstmal. Ja, Mann! Mann, eins nach dem anderen. Schwachkorb. So, draußen waren wir fertig. Hier drinnen haben wir die Lichter abgemacht. Genau, die Kuppel lassen wir dran. Moment. Jawohl. Muss ja nicht hier die elektrischen Sachen noch dran lassen. War nur von einer Seite. Den Rest habe ich weggesprengt. Ja, ultra clever. Den lass mal stehen. Hätte ich oben setzen sollen, wa? Mist. So, hier geht's raus. Das wollte ich doch gar nicht. Hier unten haben wir alles weg. Dann holen wir den zum Schluss. Hier war nichts Interessantes. Hier war. Ab. Jawohl. Naja, die Lüftungsdinger, das ist auch immer so eine Sache. Boah, Alter. Mach sowas nicht mit mir. Aha, es hängt alles zusammen. Gut. So, dann könnte man ja hier
außen rum. Oh, ist das jetzt herrlich. Laufen. Halt mal leer. Halt mal leer. Mal halt mal, mal halt mal Gandhi, ne? Genau, kennst du ja auch. Wieso leuchten die überhaupt noch? Hier sollte doch eigentlich schon gar nichts mehr drin sein. Treibstoff entnehmen. 9? Entnehmen? Kann ich nicht. Gut. Aber ich kann die alle zerlegen. Kann hier alles rausklauen. Zerlegen. Zerlegen. So, wie viel hast du noch? Anzahl Tanks, Gesamtinhalt 700. Wieso? Kann ich das nicht entnehmen? Da konntest du doch früher eingeben, eine Zahl, und dann einfach rausnehmen. Dann halt nicht. Dann nehmen wir das alles so mit. Reicht mir auch. Wer ist denn jetzt? Ach, da war noch was drin. Ja, ist ja gut, Mensch. Da können wir jetzt trotzdem mal auf die P drücken. Kraftstofftank fehlt, Generator fehlt. Naja, soll ja auch. Eine Automatiktür. Auf hat anzeigen. Wo ist denn die? Nee, nicht dort. Hey. Ja. Sonst noch irgendwas? Hangartüre, Signallichter. Medizinstation. Ein Haufen Signallichter, Sitzbänke, jawohl. Wieso drücke ich mal zu M? Weiß ich selber nicht. Soweit passt das. Dann haben wir bald alles raus hier. Jo, gehen wir nach oben. Hier scheint es nichts Verstecktes zu geben. Reicht aber auch so vollkommen aus. Das da. Ach, das war die Medizinstation, jawohl. Ja, dann gib mal her hier. Und das da. Und das da. Brigitte. Nimm mal. Nein, nimm mal das da. Jetzt so rum. Haben wir denn noch genug Ladung dabei? Keine Ahnung. Wir klauen erstmal alles hier raus. Jo. Da ist noch ein Licht. Das können wir doch nicht hier stehen lassen. Ah, ja. So könnte man sich da ran beamen. Ach Quatsch. Ich wieder mit meinen Ideen einfach mal reingeschraubt. Wieso? Wie erkennt man solche Kisten? Also doch über die Lüftung. Hier geht's rein. Hier geht's drüber. Hier geht's rum. Alter. Ist das hier ein Lüftungssystem? Und hier soll ich mich nicht verlaufen. Na toll. Zu spät. Verlaufen. Aber sieht innen drinne geil aus, ne? Schön gemacht. Ist nice. Geht's sicherlich auch noch weiter? Irgendwelche anderen versteckten Sachen? Krass, wie die Leute mal Zeit haben, sowas zu bauen. Bein. So, hier lang, da lang. Da runter. Hier leuchtet was rein. So, dann schnappen wir uns das mit. Lass mich raten. Jawohl. Naja, was auf einer Seite ist, ist auf der anderen Seite. Ah, wir haben es extra gebaut. Baut. So, schnappen wir mit. Kriegen wir das noch mit? Ja, aber das kriegen wir dann nicht mehr. Halt.
F2, nicht die 2. Sauerstofftank groß. Hm, das kannst du alles hier brauchen, Mensch. Das nicht unbedingt, aber da kriegen wir auch wieder irgendwas raus. Schubblöcke. Nein, das brauchen wir nur wirklich. Laserpflugspule 18 Stück. Krass. Das brauchen wir aber auch alles. Das müssen wir aufheben. Andockplatten, die bauen wir nur wirklich. Bodenkleider RCS braucht man nicht. Munitionsteile möchte ich auch nicht ausgeben. Menü. Ja. Und damit war es das schon wieder. Damit müssen wir raus. Ist das die richtige Richtung? Ja, das ist jetzt die richtige Richtung. Erstmal schön vorbeigeschnippt. So, dann räumen wir mal schnell aus. Ja, lass mal den Stift hier stehen, ja, ne? Bei Bedarf kann man ja wieder abholen, ne? Hab ich unten. Ach, hier haben wir das Zeugs, was ich. Ach ja, das hat ja rausgepackt, ne? Was wir brauchten. Naja, den packen wir erstmal hier wieder weiter drauf. Richtig auseinanderklamüsern können wir das dann zu Hause. 42 Kobalt waren ein krasses Gerät. Multiwerkzeug brauchen wir nicht. Sprengstoff machen wir später. Der kommt nämlich dahin. Multiwerkzeug 1 kommt fort. 47. Jawohl, ich dachte schon, wieso haben wir noch nicht drauf gedrückt, weil es noch nicht so weit ist. Genau. Ja, und dann haben wir eine Runde schon wieder geschafft. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns hier in der nächsten Runde wieder zu Empyrion Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 733. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!